Lange ist es her. Ja, der Bart ist etwas grauer geworden. Die Haare auf dem Kopf sind weniger. Arme, wie auch immer, ein bisschen tätowierter. So sieht's aus. Ja, 3 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich euch was schuldig bin. Denn ich habe erstmal 3 Jahre lang nicht nur keinen Content hier hochgeladen, sondern ich habe auch nirgendwo Bescheid gegeben, weder auf Twitter noch auf Facebook noch ja, sonst irgendwo, überhaupt irgendwo Bescheid gegeben, dass ja, ihr erstmal in der nächsten Zeit keine Videos erwarten könnt. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen für alle, die dieses Video sehen und diesen Kanal schon lange die abonniert haben, dass ihr nicht mehr da seid. Ich würde auch einen Kanal nicht mehr abonnieren, wenn da 3 Jahre lang kein Content hochgeladen wird. Von daher alles cool. Und für alle diejenigen, die immer noch da sind, die nach 3 Jahren ohne Video auf diesem Kanal immer noch hier sind, danke, danke, Leute. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich, wie gesagt, ich habe gedacht, es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass ich euch ein Update gebe und mich mal entschuldige dafür, dass hier so lange nichts passiert ist, euch einen Ausblick gebe auf die Zukunft. Und ja, einfach mal ein bisschen euch erzähle, was überhaupt passiert ist in den letzten 3 Jahren und wie das dazu gekommen ist, dass ich so wenig hochgeladen habe. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die ganzen Kommentare in den letzten 3 Jahren. Habt ihr so viel geschrieben unter die Videos wie, ey, wie geht's dir? Wann, wo bleibst du? Wir vermissen dich. Und ich habe ganz viele direkte Nachrichten gekriegt auf Instagram und auf Twitter und Facebook, die nach mir gefragt haben und ob es mir gut geht und so. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid super cool. Also, war auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, vielen Dank euch dafür, dass ihr so an mich gedacht habt. Und ich habe natürlich auch an euch gedacht und auch an diesen Kanal. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen erzählen jetzt, was so passiert ist. Und ich glaube, ich fange mal am besten da an, wo alles begann, nämlich als ich diesen Kanal erstellt habe. Ja, ich war ja ganz, ganz lange in einer Festanstellung und viele von euch, die diesen Kanal länger verfolgen, wissen ja, dass ich in der Videospielbranche arbeite, da bin ich auch immer noch. Ich habe einfach in zwei Firmen gearbeitet, wo ich extrem enttäuscht wurde von dem Management, also von den Leuten, die quasi alles zu entscheiden haben. Viele Projekte wurden gecancelt und ich war einfach super, super unzufrieden und habe mir dann einfach gedacht, Scheiß drauf, ich mache mich jetzt selbstständig und hab's einfach getan. Und wie viele von euch wissen, wenn man sich selbstständig macht, ist gerade der Anfang relativ hart. Also es ist nicht einfach, die ersten paar Monate da an Aufträge zu kommen, an Kunden zu kommen, ja, und überhaupt Geld zu verdienen, ne? Und so war es bei mir halt genauso. Und in den ersten Monaten habe ich halt einfach viel Freizeit gehabt und habe wusste einfach nicht, was ich machen sollte mit meiner Zeit und habe einfach gedacht, ey, probier doch mal einen YouTube-Kanal zu starten und einen Blog. Und so kam das irgendwie alles. Und am Anfang war das alles nur ganz klein für mich, irgendwie, weil ich da Bock drauf hatte und einfach Leuten helfen wollte mit meinen Guides und ja, einfach was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Und dann ist es irgendwann explodiert. Es ist total krass gewesen. Auf einmal ist das durch die Decke gegangen und klar, jetzt für viele mögen 5.000 Abonnenten jetzt nicht viel sein oder eine große Zahl oder so. Aber für mich war das schon super krass. Also es war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Ja, und gerade als das dann anfing groß zu werden mit dem Kanal und immer mehr Abos reingekommen sind und das Ganze immer interessanter wurde, immer größer wurde, habe ich auch in der Selbstständigkeit immer mehr Aufträge bekommen, immer mehr Jobs, immer mehr Kunden und habe gemerkt, dass das relativ schwierig wird, mit der Zeit zu vereinbaren, weil ihr müsst halt wissen, für diese Guides, ich habe immer relativ viel Zeit gebraucht, das Ganze aufzunehmen, je nachdem, wie aufwendig der Guide war, wie aufwendig dieser Erfolg war. Man musste den Erfolg erstmal erspielen mit einem Charakter, man musste das Ganze aufzeichnen, dann wird das Material gesichtet, aufgenommen, vertont, geschnitten und so weiter und so fort. Viele von euch wissen ja, wie aufwendig sowas ist. Und das dann mit Fulltime quasi gleichzeitig zu machen, ist dann auf jeden Fall ein bisschen viel geworden. Deswegen ist zum Ende hin sind immer weniger Videos gekommen. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich für einen Kunden relativ lange gearbeitet habe. Und von dem habe ich dann einen Festvertrag angeboten bekommen. Und das Angebot war ja einfach ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich fand die Leute, die da gearbeitet haben oder auch immer noch arbeiten, weil ich bin auch immer noch da, super, super cool. Die Projekte waren super interessant und deswegen habe ich gedacht, ey, warum nicht? Weil,
Ja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, selbstständig zu sein und festangestellt zu sein, wenn ihr selbstständig seid. Ihr seid euer eigener Herr, ihr könnt machen, was ihr wollt, könnt Jobs annehmen, ihr könnt Jobs aber auch nicht annehmen, wenn ihr sie nicht annehmen wollt. Das ist schon ein ganz schön großer Luxus. Man hat niemanden, dem man irgendwie in Verantwortung steht, sozusagen, oder dem man irgendwie was, ja, außer jetzt dem Kunden natürlich. Man muss den Kunden natürlich zufrieden machen, aber es ist jetzt so, wenn ich jetzt für eine Firma gearbeitet habe, wo mir das nicht gefallen hat oder die Leute mir nicht gefallen haben, habe ich einfach gesagt, ey, sorry für den nächsten Auftrag, ich habe was anderes. Und in der Festanstellung ist es natürlich so, du hast den Vorteil, dass du versichert bist, du kannst krank sein, wenn du mal krank bist, du kannst in Urlaub fahren, kriegst trotzdem Geld, das hast du bei der Selbstständigkeit alles nicht. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und diese Vor- und Nachteile muss man halt gegeneinander abwägen. Und im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden, den Festvertrag wieder anzunehmen. Und ich bin halt in diese Firma gekommen zum Ende eines Projektes, was sehr, sehr stressig war, super, super viel zu tun. Deswegen hatte ich dann noch weniger Zeit für die Videos. Und dann ist das irgendwie so eingeschlafen. Ich habe das gar nicht so bewusst irgendwie gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf YouTube oder Guides zu machen, sondern ich habe einfach die Zeit nicht mehr gehabt. Und an der Stelle, wie gesagt, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, hätte ich mal sagen können, hey, Leute, die nächsten Wochen, Monate kommen keine Videos, weil ich so viel zu tun habe. Auf der Arbeit habe ich nicht gemacht. Das tut mir super, super leid. Ja, und dann ist irgendwie ein Ding zum anderen gekommen und die Ereignisse haben sich super krass überschlagen. Und ich habe mir lange, lange Zeit vorher überlegt, was ich euch hier in dem Video sagen will, weil das natürlich auch viel Privatleben ist. Und ja, ihr wisst, wie das ist. Es ist Internet. Viele Leute glauben einem das dann nicht oder schreiben irgendwelche beschissenen Kommentare darunter oder sagen, man macht das nur für die Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Deswegen habe ich echt lange überlegt, ob ich es euch erzähle, aber ich, ja. Ich habe gedacht, ich bin jetzt einfach ganz offen und transparent mit euch, weil es kommt ja auch noch ein bisschen was für die Zukunft, für diesen Kanal. Und deswegen, ja, es ist viel passiert in der Zeit. Ich hatte echt, wie gesagt, super viel Stress auf der Arbeit. Ja, und wie das dann halt immer so ist, dann kommt das eine zum anderen und die Sachen kommen immer zu den unpassendsten Zeitpunkten irgendwie. Ich habe mich dann damals von meiner Freundin getrennt und ja, Trennungen sind nie einfach. Ich musste wieder eine neue Wohnung suchen. Hat dann natürlich erstmal kein Internet gehabt und hat natürlich erstmal ein bisschen gedauert, bis das alles ja, vorüber war und bis man das alles verarbeitet hat. Dann ist ja mein Vater leider an Krebs erkrankt und innerhalb von 3 Monaten dann auch verstorben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich auch nicht einfach so an mir vorbeigegangen. Und ich und meine Familie und meine neue Freundin haben da sehr, sehr lange mit zu tun gehabt. Und ja, es war gerade für mich sehr krass, weil ich noch nie so wirklich einen Todesfall in der Familie hatte. Das letzte Mal war meine Oma, da war ich irgendwie 5 oder 6 und da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Das heißt, es war alles so, ja. War schon auf jeden Fall schon ziemlich krass. Und dann natürlich der eigene Vater, wenn man das dann so als den ersten richtigen Todesfall in der Familie hat, das war natürlich schon ziemlich heftig. Und hat so krass meinen Kopf gefickt, dass ich dann auch selber krank geworden bin und super lange krank war und Magenprobleme hatte und ins Krankenhaus musste und Untersuchungen hier und da und hast du nicht gesehen. Und als ich dann wieder einigermaßen fit war, ist dann meine Freundin krank geworden. Die musste auch ins Krankenhaus, hatte was mit den Nieren. Also es war wirklich eins nach dem anderen und nur Scheiße irgendwie. Ja, und war im Endeffekt eigentlich so das beschissenste Jahr eigentlich meines Lebens. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ich auch in der Zeit keinen Bock hatte, irgendwie Videos zu machen, geschweige denn überhaupt zu zocken. Also ich habe in der Zeit auch einfach gar nichts gemacht, so, ne? Und naja, es ist jetzt alles auch schon eine Weile her und wir sind jetzt alle über den Berg und man muss auch in die Zukunft gucken und einfach schauen, dass es vorangeht. Und für mich, was mir diese Sache gezeigt hat mit meinem Dad, ist einfach, dass man die Sachen, die man liebt, auf jeden Fall genießen sollte und dass man dabei bleiben sollte einfach. Und ich habe einfach viel zu lange Zeit nichts auf diesem Kanal gemacht und eigentlich ist das meine Leidenschaft und eigentlich ist es das, worauf ich Bock habe und was ich machen möchte. Und ja, ich habe jetzt einfach für mich meine Prioritäten so gesetzt, dass ich mir wesentlich mehr Zeit hierfür einräumen möchte, dass ich wieder mindestens einmal die Woche ein Video auf diesem Kanal hochlade. Ich habe wieder angefangen zu streamen.
Ich werde euch auch gleich nochmal die ganzen Links und alles zeigen und hoffe natürlich, dass ihr alle vorbeischaut und dieses Video teilt, damit auch die Leute, die jetzt schon lange nicht mehr auf meinem Kanal waren, trotzdem noch abonniert sind, dass die das Video sehen. Für alle Leute, die mich nicht mehr abonniert haben und vielleicht trotzdem Bock haben, wieder zurückzukommen. Also teilt das Video, schickt das an eure Freunde und ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute das Video sehen und ja, verstehen, was jetzt so bei mir passiert ist. Und ich weiß, das Video springt jetzt, ich springe in dem Video hin und her und so, aber ich habe es einfach auch schon jetzt lange nicht mehr gemacht, mich vor eine Kamera zu setzen und einfach so zu reden. Und ich habe einfach gedacht, wie gesagt, ich bin offen und ehrlich und rede oder erzähle euch einfach das, was mir so in den Sinn kommt. Deswegen verzeiht, wenn das Video jetzt nicht super krass geskriptet ist oder irgendwie so. Ich rede einfach nur das, was mir gerade in den Sinn kommt und deswegen, ja, auf jeden Fall sorry schon mal dafür. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum positiven Teil, nachdem wir jetzt so viel über die Vergangenheit gesprochen haben und was alles scheiße gelaufen ist und was alles kacke war. Und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht großartig hier rumheulen oder so. Ich wollte euch einfach nur kurz erzählen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist und euch auf jeden Fall einen Ausblick geben auf die Zukunft. Wie gesagt, YouTube, ich werde jetzt wieder aktiv oder aktiver natürlich. Ich habe mir vorgenommen, mindestens ein Guide die Woche zu machen. Welche Spiele, kann ich euch jetzt noch gar nicht verraten. Ich habe jetzt letzte Woche schon mal einen Guide gemacht für WoW. Den verlinke ich euch auch mal hier oben irgendwo da. Könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist immer das Spiel, was ich viel zocke. Bei Diablo geht einfach nicht mehr viel, nicht mehr so wirklich viele Updates. Die nächste Season könnte vielleicht nochmal interessant werden, weil es da ein paar Änderungen bei ein paar Items gibt. Da werde ich vielleicht dann nochmal wieder Videos machen. Aber es soll jetzt für mich einfach kein reiner Diablo-Kanal bleiben. Ich möchte viel mehr für andere Spiele auch Guides machen. Ich möchte viel mehr andere Videos machen. Ich hätte zum Beispiel mal super Bock, ein QA-Video zu machen, zum Beispiel über das Arbeiten in der Videospielbranche. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen und ich habe ein paar Fragen. Und ich habe noch super viele andere Ideen im Kopf, was man noch alles machen könnte. Deswegen, ich will mich jetzt nicht auf eine Sache festlegen, sondern ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe, weil ich nur, wenn ich Sachen mache, auf die ich auch wirklich Bock habe, kann ich das mit 1000% machen und mit Elan und mit Spaß. Und ich glaube, das ist auch wichtig für euch, dass ihr nicht irgendwie so halbgare Scheiße bekommt, sondern wirklich Sachen, wo ich auch wirklich hinterstehe. Dann auf jeden Fall Twitch. Ich bin regelmäßig am Stream. Ich versuche mindestens 2-mal die Woche zu streamen und es funktioniert auch ganz gut inzwischen. Streame ich gerade auch World of Warcraft, einfach weil ich das Spiel gerade aktuell zocke. Aber ich will auf jeden Fall auch andere Games zocken. Wie gesagt, vielleicht wenn Diablo eine neue Season rauskommt, werde ich da mal wieder reinschauen. Andere Spiele, die noch rauskommen, Cyberpunk, habe ich zum Beispiel mega Bock drauf. Ich werde auch ein paar Spiele mit meiner Freundin zusammenspielen, Horrorspiele, weil wir beide große Horrorfilm-Fan oder auch Horrorspiel-Fans sind. Wäre vielleicht auch mal ganz witzig, so einen Stream zu zweit zu machen. Also da habe ich auf jeden Fall auch ganz viele Ideen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut einfach mal vorbei. Ich blende den Link mal unten ein. Und zwar ist das www.twitch.tv Jeriba TV. Wenn ihr noch Updates von mir haben wollt, zum Beispiel, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder wenn ich wieder bei Twitch online bin, dann müsst ihr mir bei Twitter folgen. Und bei Twitter findet ihr mich unter twitter.com/Jeriba-TV. Das ist auf jeden Fall die Seite, wo ich jetzt immer Updates posten werde. Auch mal ab und zu so mal vielleicht mal was schreiben oder wenn ich ein cooles Video oder Musik oder keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall viele Sachen teilen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitter. Und zu guter Letzt, die letzte Sache, die ich auf jeden Fall aktiv weiterverfolgen werde, ist Instagram. Findet ihr mich unter instagram.com/jeriba-tv. Und das war's eigentlich. Facebook mache ich eigentlich nichts mehr, weil ich Facebook eigentlich kacke finde. Und ich habe den Blog auch nicht mehr. Also den betreibe ich auch leider nicht mehr. Habe ich einfach keine Zeit mehr für. Ich musste mich jetzt für eine Sache entscheiden und eine Sache. Und diese eine Sache ist jetzt YouTube und Twitch. Das ist das, worauf ich Bock habe. Und wo ich jetzt meine freie Zeit, meine Power, meine Leidenschaft reinhängen will, um coole Sachen für euch zu machen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ja, viel, viel gelabert. Wie gesagt, tut mir leid, wenn das Ganze jetzt nicht geskriptet war und ich einfach so ein bisschen hin und her gesprungen bin oder wie auch immer. So bin ich halt. Und ja, ich möchte nochmal Danke sagen für alle Leute, die immer noch da sind. Ihr seid echt super, 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 super geil. Vielen Dank. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also,
Ihr seid auf jeden Fall die Besten. Vielen Dank. Und vielen Dank für den Support, für den Support in der Vergangenheit, für den Support in der Zukunft. Und wie gesagt, alle Leute, die das Video vielleicht sehen und den Kanal nicht mehr abonnieren, gebt mir vielleicht noch eine zweite Chance. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube, ich habe eine zweite Chance verdient. Ich werde auf jeden Fall jetzt am Ball bleiben und weiterhin für euch coole Sachen machen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin hier. Bleibt mir weiterhin treu und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine coole Zeit mit euch zusammen und ja, danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Ciao.